Hallo, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Mein Name ist Gotkick und los geht's. Heute stelle ich euch den ersten Teil der 10 besten Torschützen der Bundesliga aller Zeiten vor. Platz 10, Klaus Allaus. Klaus Allaus wurde am 5. Dezember 1956 in Düsseldorf geboren. Er ist gelernter Versicherungskaufmann. 1975 wurde er in die Profimannschaft von Düsseldorf hochgezogen und dabei begann eine große Karriere für ihn. Allaus erzielte in 424 Spielen 177 Tore in der ersten Bundesliga. Das ergibt eine Torquote von 0,42%. Er erzielte 71 Tore für die Fortuna, 88 Tore für den 1. FC Köln und 18 Tore für den Werder Bremen. Er wurde in den Jahren 1979 und 1985 Torschützenkönig der Bundesliga. Für die Nationalmannschaft erzielte er 17 Tore in 56 Spielen. Platz 9, Dieter Müller. Der Kölner Legende Dieter Müller wurde am 1. April 1954 in Offenbach am Main geboren. Bei den ersten Herren erzielte Dieter Müller in 303 Spielen 177 Tore. Im Ergebnis macht das 0,58 Tore pro Spiel. In der Bundesliga erzielte er 159 Tore für 1. FC Köln, 14 für den VfB Stuttgart und 4 für den 1. FC Saarbrücken. 1978 wurde er mit 24 Treffern Torschützenkönig der Bundesliga. Für die Nationalmannschaft lief er 12 Mal auf und konnte 9 Mal erfolgreich einnetzen. Platz 8, Stefan Kuntz. Stefan Kuntz wurde am 30. Oktober 1962 in Neunkirchen geboren. Er erzielte in 449 Spielen 179 Tore. Auf Torejagd ging Kuntz in der ersten Liga für den 1. FC Kaiserslautern, wo er 75 Mal einnetzte. Für den VfL Bochum traf er 47 Mal, für die Bayer 05 Uerdingen 32 Tore und traf 25 Tore für die Arminia Bielefeld. Er wurde 1986 und 1994 Torschützenkönig in der Bundesliga, spielte 25 Mal für Deutschland auf und traf dabei 6 Mal. Platz 7, Ulf Kirsten. Kirsten wurde am 4.12.1965 in Riesa geboren und spielte in seiner aktiven Laufbahn für den Dynamo Dresden und Bayer 04 Leverkusen. Er wurde 1990 Fußballer des Jahres in der DDR und erzielte in der ersten Bundesliga 181 Tore in 350 Spielen für die Leverkusener. Ulf Kirsten wurde 1993, 97 und 98 Torschützenkönig in der ersten Bundesliga. Er schoss 14 Tore in 49 Spielen für die DDR und 20 Tore für die BRD in 51 Spielen. Platz 6, Claudio Pizarro. Der peruanische Fußballspieler Claudio Pizarro wurde am 3.10.1978 in Callao, Peru geboren. Pizarro erzielte in 484 Bundesligaspielen 197 Tore. Seine Fußballschuhe schnürte Pizarro für Werder Bremen, wo er bisher 109 Tore erzielte. Für den FC Bayern München, wo er 87 Mal erfolgreich war und er traf auch einmal für den 1. FC Köln. Claudio Pizarro ist der am häufigsten eingesetzte ausländische Spieler in der Bundesliga und er ist außerdem der Rekordtorschütze des SV Werder Bremen mit 108 Toren. Das war der erste Teil der 10 besten Torschützen der Bundesliga aller Zeiten. Für Kommentare, Like und Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Gut Kick!